Mithilfe einer Kamera auf der Frontscheibe korrigiert der Spurhalteassistent die Fahrtrichtung Ihres Fahrzeugs, sobald Sie unbeabsichtigt eine durchzogene oder unterbrochene Fahrbahnmarkierung überqueren. Ist der Spurhalteassistent aktiviert, werden die linken und rechten Korrekturindikatoren in Grau zusammen mit dieser Kontrollleuchte an der Instrumententafel angezeigt. Solange die Kamera keine durchgehende oder unterbrochene Fahrbahnmarkierung und keinen Fahrbahnrand erkennt, bleiben die Kontrollleuchte und die Fahrbahnmarkierungen an der Instrumententafel ausgegraut. Bei Erkennung werden die Fahrbahnmarkierungen und die Kontrollleuchte weiß dargestellt. Wenn die Kamera nur eine Fahrbahnmarkierung erkennt, wird nur diese auf Ihrer Instrumententafel in weiß angezeigt. Beachten Sie, dass die Erkennung bei Geschwindigkeiten von 70 bis 180 km/h betriebsbereit ist. Wenn Sie im Begriff sind, unbeabsichtigt eine Fahrbahnmarkierung zu überqueren oder sich Ihr Fahrzeug dem Fahrbahnrand nähert, ohne dass Sie den Blinker gesetzt haben, erkennt die Kamera die Gefahr und startet das System, das auf Ihr Lenkrad einwirkt, um die Fahrtrichtung zu korrigieren. Diese Kontrollleuchte wird zusammen mit der jeweiligen Fahrbahnmarkierung in Gelb an der Instrumententafel angezeigt, um Sie zu warnen. Sobald die Funktion feststellt, dass die Korrektur der Fahrtrichtung zu lange dauert, blinkt die jeweilige Fahrbahnmarkierung in Kombination mit einer akustischen Warnung in gelber Farbe an der Instrumententafel, um Sie darüber zu informieren, dass trotz laufender Korrektur weiterhin eine Überschreitung der Fahrbahnmarkierung droht. Sie müssen die Fahrtrichtung dann selbst korrigieren. Der Warnton und das Blinken der betroffenen Fahrbahnmarkierung werden beibehalten, bis Sie wieder in die richtige Fahrtrichtung gefunden haben. Wenn der Spurhalteassistent die Gefahr trotz der Korrektur der Fahrtrichtung nicht vermeiden konnte, werden die betroffene Fahrbahnmarkierung und die Anzeige an der Instrumententafel in Rot angezeigt. Mithilfe dieser Funktion werden Sie durch Vibrationen am Lenkrad gewarnt, wieder die Kontrolle über das Fahrzeug zu übernehmen. Erkennt die Funktion während der Korrektur der Fahrtrichtung durch den Spurhalteassistenten, dass Ihre Hände sich nicht am Steuer befinden und Sie nicht auf das Lenkrad einwirken, wird diese Kontrolllampe an der Instrumententafel angezeigt, begleitet von einem Warnton und der Meldung Kontrolle behalten, bis Sie wieder die Kontrolle über das Fahrzeug übernommen haben. Um den Spurhalteassistenten zu aktivieren, drücken Sie auf diesen Schalter, bis die Meldung Spurhalteassistent aktiviert an der Instrumententafel angezeigt wird. Diese Kontrollleuchte und die grauen Fahrbahnmarkierungen links und rechts neben Ihrem Fahrzeug bestätigen die Aktivierung der Funktion. Um den Spurhalteassistent zu deaktivieren, drücken Sie erneut auf diesen Schalter, bis die Nachricht Spurhalteassistent deaktiviert an der Instrumententafel erscheint und die Kontrollleuchte sowie die Fahrbahnmarkierungen nicht mehr angezeigt werden. Beachten Sie, dass eine Deaktivierung des Spurhalteassistenten auch automatisch die Spurhaltewarnung deaktiviert. Für optimalen Fahrkomfort können Sie einige Parameter wie den Vibrationspegel des Lenkrads sowie die Empfindlichkeit der Erkennung von Fahrbahnmarkierungen einstellen. Wählen Sie auf dem EasyLink-Bildschirm Einstellungen, Fahrzeug, Fahrassistenzsysteme und schließlich Spur. Nun können Sie zwischen den drei Empfindlichkeitsstufen Spät, Standard oder Früh auswählen. Wenn Sie für die Empfindlichkeit der Erkennung der Fahrbahnmarkierungen Spät einstellen, wird die Fahrbahnmarkierung nur beim Überfahren erkannt. Bei der Stufe Standard erfolgt das Signal bereits bei der Annäherung an die Markierung. Ist der Modus Früh eingestellt, werden Sie bereits benachrichtigt, wenn sich die Fahrbahnmarkierung nur in der Nähe befindet. Beachten Sie, dass die Spurhaltewarnung bei jedem Motorstart automatisch die Einstellungen beibehält, die beim letzten Abstellen des Motors eingestellt waren. Das heißt, dass die aktivierte Funktion auch beim nächsten Fahrzeugstart aktiv ist. Achten Sie darauf, dass Radar und Frontscheibe stets gewartet und gereinigt sind, um die korrekte Funktion des Systems zu gewährleisten. Unter manchen Umständen, zum Beispiel bei schlechter Sicht auf die Fahrbahn oder wenn diese enge Kurven aufweist, kann die Funktion vorübergehend nicht verfügbar sein. In diesem Fall werden die Fahrbahnmarkierung und die Anzeige grau dargestellt. Beachten Sie, dass der Spurhalteassistent im Rückwärtsgang nicht funktionsfähig ist. Sie müssen die Funktion ausschalten, wenn Sie einen Anhänger ziehen oder einen Bereich befahren, in dem verschiedene Fahrbahnmarkierungen existieren, zum Beispiel in Baustellenbereichen. Wenn diese Kontrollleuchte in Kombination mit der Nachricht Frontkamera überprüfen an der Instrumententafel angezeigt wird, ist beim Spurhalteassistenten ein Fehler aufgetreten. Wenden Sie sich an einen Renault-Vertragspartner, um das Problem zu beheben.
Beachten Sie, dass die Funktion Spurhalteassistent keinen Ersatz für die Wachsamkeit des Fahrers darstellt. Achten Sie stets auf die Verkehrsbedingungen und auf Ihre Umgebung.